Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Karriere mit dem FC Basel. Heute geht es zum nächsten Topspiel an, rein. Das dritte in Folge, nachdem wir gegen Lugano unentschieden gespielt gegen Sion gewonnen haben. Und heute ist der nächste Gegner der Tabellenzweite aus St. Gallen. Heute heißt es darum, ist das Motto, ja, Tabellenführung verteidigen. Auf geht's. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gehört, ich habe eine kleine Katze noch hier rumlaufen. Also, oh, danach geht direkt gegen Zürich, gegen FC Zürich diesmal. Aber jetzt erstmal St. Gallen als erstes. Und ich denke, wir könnten wieder mit der klassischen Elf antreten. Ich probiere es nochmal mit Martinez. Wenn das nicht klappt, weiß ich das. Lescano. Okay. Ist ja eigentlich schon wichtig. Aber okay. Ja, auf geht's. Normalerweise hätte ich gedacht, okay. Wir probieren es einfach mal, ob es klappt. Einfach mal einen Punkt zu mitnehmen. Ach verdammt, das war eigentlich nicht die Absicht. Immerhin 11.000 Punkte. Platz 14, okay. Naja, ist auch nicht weiter tragisch. So, wie gesagt, das Topspiel steht an. Erst gegen den zweiten Achter Spieltag der Raiffeisen League aus der Schweiz. Der Super League. Auf geht's! Wenn wir hier ein gutes Ergebnis holen, dann könnte man rein theoretisch zumindest mal ein bisschen beruhigter in die nächste Phase der Saison gehen. Wie gesagt, das ist der achte Spieltag jetzt gerade. Ah, scheiße. War verloren. Nein! Und das hätte ich ihn fast geschenkt, aber der Ball geht dann knapp übers Tor. Glück gehabt. Erste Chance für St. Gallen. Solche Dinger sollte ich tunlichst lassen. St. Gallen ist ein unangenehmer Gegner. Das muss man so mal sehen. Und wieder der Ballverlust. Unnötigerweise der Ballverlust hier wieder in Vorwärtsbewegung. Kein Elfmeter, sagt der Schiedsrichter. El-Yunusi holt sich ganz fair den Ball. Und dann dieser schöne Ball auf El-Yunusi. Der hat jetzt mal ein bisschen Platz. Kann die Flanke schlagen? Was macht er da? Aber holt zumindest mal die Ecke raus. Fast hätte er sich noch umgedreht bekommen. Gut gelöst. Basel kann dazwischen kommen und gehen. Ah, nichts zu machen momentan. Und der Ball ist erstmal wieder weg. Ja, es ist ein bisher zähes Spiel. St. Gallen geht gut in diese Bälle rein. Basel hat auch noch keine wirkliche Großchance. Aber St. Gallen hatte sie schon. Aber jetzt vielleicht mal der FCB mit dem El-Yunusi. Jetzt vielleicht mal. Ja, so große Chance war es nicht. Es bleibt dabei. Es bleibt beim 0 zu 0. FC Basel hat bisher nur außer Sion bis jetzt alle Top-Spiele 0 zu 0 gespielt. Das ist. Darf man. Ah, wieder nicht so in die Richtung gedreht bekommen, dass er aufs Tor schießen kann. Und jetzt aber die Flanke rutscht ab und landet im Nirgendwo. Watzlik. Gut gelöst.
Oh, schöner Ball auf Renato Steffen, der jetzt mit der Flanke kommt. Und Tor für den FC Basel. 28. Mohamed El-Younoussi mit dem 1:0. Endlich kommen wir durch. Und das macht eine Spitzenmannschaft aus. Wenn sie aus so gut wie gar nichts, dann das war plötzlich das 1:0 mal. Und das war eigentlich auch die erste große Chance, die sie hatten. Und damit führt man. Und damit geht es nicht 0:0 aus. Topspiel. Ah, schade. Gute Idee eigentlich. Und jetzt mal der Ball wieder über. Kriege ich den umlaufen? Nein, kriege ich nicht. Okay. Aber der Ball, der vorher war, die auf die Außen auf Steffen kam, der war Weltklasse. Ah, Ballverluste in der Vorwärtsbewegung für den FC Basel, aber vielleicht kommen sie jetzt wieder dran. Man hat ja in der Champions League gegen in Turin mit 1:0 gewonnen. Und sich immerhin da schon eine vernünftige Ausgangsposition gesichert. 3 Punkte gegen Platz 3 vielleicht. Oh, Ballverlust! Ja, aber gut, Ball ist wieder beim FC Basel. Und wieder Renato Steffen, der jetzt mal mit Tempo gegen den St. Gallen-Verteidiger da durchgehen kann. So. Oh, eigentlich müsste der Schiedsrichter da zumindest auch noch gelb geben. Zumindest im Nachhinein. Die Flanke da geben können, durchbringen können. Und jetzt versuchen sie es nochmal. Martinez. Hat er so eingeschlagen, hat am Anfang der Saison und jetzt nicht mehr viel auf die Reihe bekommen. Auch hier zeigt er, dass er es momentan ein bisschen verlernt hat. Ja, 1:0 zur Pause für den FC Basel, für den Tabellenführer. Und damit ist man eigentlich auch erstmal zufrieden. Young Boys, Luzern 1:1, Lausanne gegen Zürich ebenfalls 1:1. Und hier steht es 0:1. El-Younoussi nach 28 Minuten mit seinem Kopfballtor nach der Flanke von Renato Steffen. Sophie. Garcia, der Schweizer. Serie. Ah, Ballverlust. Oh, das war eigentlich nicht so geplant. Eigentlich wollte der nach vorne gehen, okay. Aber so, bitte, vielleicht die nächste Chance. Glück gehabt, dass da einer dazwischen gegangen ist. Und El-Younoussi. So. Sophie. Steffen. Und der Ball. Ich versuch zumindest in die Spitze mal von Volkswinkel, aber den kriegt er nicht durch. Schade. Und der Ball wird zurück zu Watzlik geklärt. 58. Minute, Basel immer noch mit der Führung. Jetzt vielleicht mal Van Wolfswinkel. Der ist eigentlich da auf Twin, wo der Stürmer sein müsste. Aber der ist halt kein Sprinter. Er ist halt kein Sprinter. Er ist ein Torjäger, ja, aber kein Sprinter. Kann er mal einer angreifen? Da vorne bitte. Gut. Ah, St. Gallen versucht sich da auch irgendwie durchzukombinieren. Oh, dieser schöne Ball auf Renato Steffen. Kriegt er den noch? Ja, den kriegt er noch. Rum um die Ecke und Ecke für den FC Basel. Ah, schade. Und kein Foul, aber wieder der Ballverlust direkt nach dem Pass eigentlich nach vorne gehen sollte. Aber St. Gallen probiert es ebenfalls mit dem Ballverlust. Ah, schade. Aber man führt. Man führt immer noch. Also daher hat man alles im Griff, was das so betrifft. Ah, schade. Da kommt da gut der Keeper raus. Und Basel probiert es wieder mit dem nächsten Versuch.
Nein. Sie kriegen gerade momentan nicht die Pässe in den Lauf. Martinez mal wieder. Stand jetzt an der Totalausfall. Vielleicht platzt ja irgendwann mal der Knoten bei ihm. Wieder nicht angekommen, der Ball. Aber wieder auch der nächste Fehlpass der FC St. Gallen. Jetzt vielleicht mal Elionussi. Ja, der kann ein bisschen mit Tempo vorgehen. Schade. Ja, gut, guck mal, Zuri. Wieder. So, jetzt mal lang, lang. Martinez, Lautaro Martinez, vielleicht jetzt mal ein bisschen Platz. Nein, 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 nein. Stand jetzt keinen wirklichen Torschuss des jungen Argentiniers. Und der Ball ist weg. Es gibt Abstoß. 86. Minute. Ja, momentan ist Martinez nicht da, wo er hingehört. Steffen vielleicht mal. Steffen. Eieiei, und der nächste Ballverlust. Okay, der war zu offensichtlich, wahrscheinlich der Pass. Und der ist. Van Wolfswinkel! Martinez! Und es bleibt dabei. Basel gewinnt hier mit 1:0, aber hier hätte Martinez mal sein Tor machen können. Schafft er nicht, aber egal. Man gewinnt mit 1:0 gegen den FC St. Gallen oder beim FC St. Gallen und festigt die Tabellenführung. St. Gallen nicht mit einem Torschuss. Das hat man schon gegen Juve auf die Reihe bekommen. Wie auch immer, aber man hat es auf die Reihe bekommen und man gewinnt dieses Spiel ebenfalls mit 1:0. Ja, der FC Basel versucht sich wieder ein bisschen oben abzusitzen. Das ist zumindest das Wichtigste. Man führt das mit 3 Punkten vor St. Gallen. Also man führt auf jeden Fall mit 3 Punkten. So, aber bevor es morgen mit dem nächsten Spiel gegen den FC Zürich weitergeht, würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und wir sehen uns dann wieder bei Let's Play FIFA 18 und ja, vielleicht im Titel in der Schweizer Liga oder vielleicht auch nicht. Es wird hart auf jeden Fall. Man hat es jetzt in den letzten beiden Spielen gesehen, aber die Herausforderung haben wir gemeistert und so langsam läuft es doch auch. Bis dahin und auf Wiedersehen.